Guten Abend. Es ist mal wieder eine fortgeschrittene Stunde und die Zeit, ein neues Video zu drehen. Thema dieses Videos soll sein, die Bauteile der Lasterbremsung beim N-Wagen. Und wir beginnen bei einem Ventil, das wir in den ersten Videos schon gesehen haben. Ich zeige nochmal ein Bild zur Erinnerung. Am leichten Drehgestell ist das TO2-Ventil, das Einstellventil, Tastdruckventil hier angebaut. Wir erinnern uns, dass es exakt parallel zur Wiegenfeder verbaut ist. Und kommen wir zur Funktion dieses Bauteils. Jeder, der sich mit dem Steuerventil auseinandergesetzt hat, wird relativ schnell die Funktion verstehen. Das Ventil hat zwei Festpunkte. Ein Festpunkt befindet sich am Wiegenträger, der andere Festpunkt befindet sich am Drehgestellrahmen. Wir sehen, dass es innen drin eine große Feder gibt und zwei Kolben, die sich ineinander verschieben lassen. Und dieser Kolben ist dann äußerlich geschützt mit einer Gummifalthülle. Was passiert jetzt? Wenn das Fahrzeug beladen wird, dann schieben sich diese beiden Punkte zusammen. Warum? Die sitzen parallel zur Wiegenfeder. Und wenn das Fahrzeug beladen wird, wird die Wiegenfeder ineinander geschoben. Die wird kleiner. Was passiert hier im Ventilsitz? Dieser Kolben wird nach oben gestoßen. Die Vorratsluft, die hier an diesem Anschluss anliegt, strömt in den Raum T auf diese Kolbenfläche. Und wenn hier ein gewisser Druck erreicht ist, dann wird die Feder, die sich hier innen drin befindet, etwas runtergedrückt und dieser Ventilsitz geht in die Abschlussstellung. Wird das Ventil noch weiter zusammengeschoben, läuft derselbe Vorgang ab. Der Kolben wird nach oben gedrückt, der Einlasssitz R nach T wird geöffnet, T-Druck erhöht sich, der Kolben bekommt mehr Druck, schiebt wieder nach unten und komprimiert die Feder weiter zusammen. Das heißt also, wenn das Fahrzeug beladen ist, befindet sich die Feder etwa an dieser Stelle und das Ventil hat sich zusammengedrückt. Wird das Fahrzeug entladen, kehrt sich der Vorgang um. Das sehen wir hier in der Zeichnung. Das Ventil geht auseinander, der Kolben geht nach unten und die T-Luft wird über den Hohlkolben hier seitlich entlüftet. Last abnehmend. Hier Last zunehmend, dort Last abnehmend. Allgemein wird dieses Ventil bezeichnet als Einstellventil. Ich habe aber von einem meiner ältesten Lehrer gehört, dass es sich um ein Tastdruckventil handelt. Und das macht auch Sinn, diese Bezeichnung Tastdruckventil, weil als Abtasten oder Tasten versteht man im Maschinenbau das Maß abnehmen mit einem Schenkelfühler. Und das ist hier genau das Gleiche. Hier wird ein Maß abgenommen von einer Feder. Das heißt, der Federhub wird abgenommen und in ein Ventil übertragen. Und deswegen halte ich den Begriff Tastdruckventil für sehr treffend und wende den auch an. Ich finde leider in keiner Knorr-Unterlage exakt die Bezeichnung, warum Knorr das mit T bezeichnet hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass die ganze Geschichte tatsächlich sich da anlehnt. Ja, das wäre jetzt die erste Komponente. Wir haben von diesem Ventil diagonal angeordnet zwei Stück an jedem Drehgestell. Die sind diagonal angeordnet. Und ja, dann arbeiten diese beiden Ventile auf ein Mitteldruckventil. Was ist das denn jetzt wieder? Ein ganz merkwürdiges Bauteil. Aber dazu, wir schauen uns das Mitteldruckventil nur mal kurz an und gehen dann zurück in eine Zeichnung. Ich zeichne jetzt
vereinfacht die beiden Drehgestelle. Mal sehen, dass wir den Vergleich groß hinkriegen. Wunderbar. Hier haben wir bei einem Standard-N-Wagen die zweite Klasse oder beim ABN-Wagen die erste Klasse. Und hier haben wir auch jeweils die zweite Klasse, aber hier haben wir das Raucherabteil. Und hier haben wir das Nichtraucherabteil. So war es früher, als diese Fahrzeuge auch zweite Klasse konzipiert wurden. So, das sind also jetzt hier die Drehgestelle. Und dann sitzt ein Einstellventil hier. Und ein Einstellventil sitzt dort. Gut. Zwei Radsätze, ein Bremszylinder. Beide Bremszylinder parallel geschaltet auf das Steuerventil. Das heißt, beide Bremszylinder werden vom selben Steuerventil ausgesteuert. Ich male das jetzt mal hier so hin. Was sind die beiden Bremszylinder? So, die kommen von einem Steuerventil. Gut, C-Druck. Schreiben wir auch mal ruhig dran. Wir wissen ja jetzt, was ein C-Druck ist. C, C. Gut. Und jetzt überlegen wir mal logisch. Wir blättern zurück in den Videos und denken mal an das Video mit dem Rad, das auf der Schiene stand und wo wir die Bedingung geknüpft haben, dass die Bremskraft niemals die Haftkraft zwischen Rad und Schiene übersteigen darf, weil sonst das Rad ins Gleiten kommt. Richtig. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir setzen nur ein Einstellventil an eins der beliebigen Drehgestelle. Nehmen wir das Raucherabteildrehgestell. Dieses hier. Wir stellen die Bremse. Ich zeichne hier mal das Steuerventil. Mit seinem regelbaren Relaisventil, Steuerventil, regelbares Relaisventil. Zu diesen Funktionen RR kurz abgekürzt, kommen wir später noch. Hier ist die Hauptluftleitung, HL. Hier ist der Vorratsluftbehälter, R. Und hier kommt dann C-Druck raus. Okay, so und jetzt nehmen wir dieses Einstellventil. Und verstellen am Steuerventil den Bremszylinderdruck damit. Prima. Das Fahrzeug hier ist leer. Leerer Einstelldruck. Man kann es definieren. Ein N-Wagen hat im leeren Zustand einen C-Druck von 2,1 bar. Und im beladenen Zustand einen C-Druck von 3,8 bar. Das ist der Unterschied zwischen leer und beladen. So, jetzt sagt dieses Ventil, das Raucherabteil ist stark besetzt, nicht voll besetzt, aber stark besetzt. Wir stellen jetzt mit 3 bar Steuerdruck den C-Druck hier auch auf, das ist fast linear, 3 bar ein. Wunderbar, dieses Drehgestell wird super abgebremst, weil genau gemessen wird, wie schwer ist die Last auf der Fahrzeugseite und genau danach die Bremskraft eingestellt wird. Aber was ist mit dem Drehgestell? Das ist das Nichtraucherdrehgestell. Es sind extrem viele Raucher im Zug, da sitzt kaum Besetzung drin und hier ist eine vollständige Besetzung des Abteils. Natürlich verteilen sich auch noch ein paar Reisende in der Mitte. Die Kraft geht je nachdem, wie die sitzen, entweder auf dieses Drehgestell oder auf dieses Drehgestell. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, das Raucherdrehgestell ist vollkommen belastet und ich stelle danach die Bremse ein. Dann kann es passieren, dass mit dem C-Druck von 3 bar hier an dem Bremszylinder ich dieses leicht belastete Drehgestell überbremse. Gut, dann sage ich, okay, wenn das wahrscheinlich
das immer am niedrigsten belastete Drehgestell ist, dann kappe ich hier die Leitung und nehme den Druck hier raus. Kann man machen. Ist man auf der sicheren Seite, aber dann wird bei voller Zuladung dieses Drehgestell unterbremst. Das würde überbremst, dies wird unterbremst. Jetzt, wenn das Regelventil von dieser Seite genommen wird, dann würde das für das Nichtraucherdrehgestell passen. Ja, also keine gute Lösung des Problems. Und daher ist das Mitteldruckventil entwickelt worden. Papier habe ich genug. Es sieht also so aus. Drehgestell 1, Drehgestell 2, Mitteldruckventil. MDV abgekürzt. Einstellventil 1, Einstellventil 2, Einstellventil 1 geht hier ran. Einstellventil 2 geht hier ran und hier kommt TM, der Mitteldruck, raus. Was ist der Mitteldruck? Ganz einfach. Dieses Ventil hat Höchstlast 4 bar. Raucher R. Nichtraucher NR. Sind wir uns einig? Dieses Ventil hat keinen Höchstdruck, sondern 3 bar. Es ist nicht voll beladen. Es sitzen Leute drin, aber es ist nicht voll beladen. Gut. Dann ist das Ganze ein Rechenprozedere, denn dieses Ventil verhält sich wie eine kleine Rechenmaschine. Und zwar ist die Formel: dieser Tastdruck heißt T1, dieser Tastdruck heißt T2 und es wird geschrieben T1 plus T2 halbe. Umgesetzt 4 bar plus 3 bar halbe ist 4 plus 3 gleich 7, das ist die Hälfte davon, ist 3,5 bar. Also kommen aus dem Mitteldruckventil 3,5 bar heraus und wir haben den optimalen Kompromiss. Wir haben exakt immer den mittleren Wert zwischen Höchst- und Mindestwert, also das arithmetische Mittel. Und dafür sorgt dieses Mitteldruckventil, ein immens wichtiges Bauteil. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie interessant diese kleine Kolbengeschichte hier arbeitet. Wir sehen wieder die Bezeichnungen, die ich gerade schon angeführt habe. Wir haben T1, wir haben T2 und wir haben den Mitteldruck TM, der hier im Ausgang liegt. Ja, die Last nimmt zu. T2 ist in diesem Beispielbild stärker. Woher weiß ich das? Hier ist eine Kugel drin, die nur in der Zeichnung eine Kugel ist. In der Wirklichkeit ist es ein Kolben. Die Konstrukteure waren so clever, hier ein Rückschlagventil einzubauen, das den resultierenden Steuerdruck TM immer aus dem höchsten Druck der Einstellventile bildet. Das ist jetzt hier T2. T2 ist der höhere Druck. Der höhere Druck steht hier oben an diesem Ventil, sitzt an. Dieser Druck kann nicht anstehen. Der Schieber, die Kugel liegt auf der linken Seite. Der Druck ist stärker. Die Kugel verharrt hier auf der Seite und verschließt den Eingang von T1. So, und jetzt haben wir es exakt mit zwei gleichen Kolbenflächen zu tun. Diese Kolbenfläche und diese Kolbenfläche sind gleich. Beide Drücke arbeiten jetzt gegen die Feder, schieben den Kolben nach oben und es strömt Luft hierüber, hierüber in den Raum TM. Ist diese Fläche mit entsprechendem Druck beaufschlagt, geht das Ventil in die Abschlussstellung und der TM-Druck ist gebildet und bleibt konstant stehen. Fällt jetzt einer der T1 oder T2-Drücke ab, dann überwiegt TM, der Kolben fährt nach unten und jetzt passiert was, was wir schon oft gesehen haben. Die Luft entlüftet sich über den Hohlkolben hier nach 0
ins Freie. Und so arbeitet das Ventil ständig und bildet den Mitteldruck der beiden Einstellventile T1 und T2. Und wir gehen bei der Abbremsung des Fahrzeugs einen sehr guten Kompromiss ein. Ja, das dazu. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal. Das muss ich mal eben suchen. Mache ich die Kamera mal einen kleinen Moment aus. Auf einem Schaubild an. Bin gleich wieder da. Und da bin ich wieder. Das ist ein pneumatisches Schaubild eines scheibengebremsten N-Wagen mit der Bremsbauart KI-GPR-A. Das Prinzip der Mitteldruckbildung unterscheidet sich bei dem klotzgebremsten und scheibengebremsten und bei den Steuerwagenbaureihen der N-Wagen nicht. Die Luft zum Einstellen des T1 und T2 Drucks am Einstellventil kommt aus dem Vorratsluftbehälter, den wir hier in der Mitte platziert sehen. Von dort aus gehen die Drücke T1 und T2, wir sehen auch die diagonale Anordnung im Drehgestell, zum Mitteldruckventil und von dort aus der TM-Druck zum regelbaren Lastbremsventil. Auf diese ganzen Zusammenhänge komme ich noch. Beim klotzgebremsten N-Wagen ist das ein regelbares Relaisventil, beim scheibengebremsten N-Wagen ist das ein regelbares Lastbremsventil, die aber beide sehr ähnlich arbeiten. Also noch einmal, R-Druck wird zu T, T1 von rechts, T2 von links, am Mitteldruckventil, TM-Druckbildung und dann zur Regelung des C-Drucks auf das regelbare Lastbremsventil oder regelbare Relaisventil. Und schon ist die Lastabbremsung pneumatisch realisiert. Wer aufmerksam den Vorspann meiner Videos beobachtet, der sieht in einem Bild ein Manometer oberhalb des Schaltschranks. Das ist dieses Manometer hier. Dieses Manometer zeigt den Bremszylinderdruck des Wagens und nicht ohne Grund befinden sich hier zwei Zeiger auf diesem Manometer. Dieses Manometer ist eine ganz besondere Ausführung. Dieses Manometer hat einen sogenannten Schleppzeiger. Dieser Schleppzeiger wurde vom Wagenmeister bei der wagentechnischen Untersuchung mit einem Spezialschlüssel auf 0 gedreht und dann wurde geprüft bei der nächsten Untersuchung, ob das Fahrzeug Höchstlast eingesteuert hatte. Und es war tatsächlich so, diese Wagen waren so stark belastet, dass die in der Tagesfahrtstrecke oder auf der Tagesfahrtstrecke immer mindestens einmal die maximale Beladung erlebt haben. Und das bedeutete, der Bremszylinderdruckzeiger, der hatte ein kleines Fähnchen dran. Und dieses Fähnchen nahm den Schleppzeiger mit auf den Höchstdruck und dieser Schleppzeiger verblieb dann auf dem Höchstdruck. Und somit konnte der Wagenmeister immer erkennen, ob die Lastabbremsung funktioniert oder nicht. Es war also in Worten so, dass bei dem klotzgebremsten N-Wagen der Zeiger im Schadfall zum Beispiel bei 3 bar stand anstatt bei 3,8 bar und dann wusste immer sofort der Techniker, eins der beiden Einstellventile ist defekt, weil das exakt das Mittelmaß ist zwischen Mindestdruck und Höchstdruck dieses Wagens. 2,1 bar ist die Leerabbremsung, 3,8 bar ist die Höchstabbremsung und wenn dieser Schleppzeiger dann bei 3 bar verharrte, war relativ schnell klar, eins der beiden Einstellventile muss defekt sein. Ein defektes Mitteldruckventil habe ich, ja bis auf eins, was einen Langzeitschaden hatte, weil es 3 Jahre gestanden hat draußen an dem Fahrzeug, habe ich ein defektes Mitteldruckventil vielleicht in der gesamten Karriere einmal gesehen. Und dann ist es leicht undicht, aber ein völliger Ausfall dieses Mitteldruckventils ist fast ausgeschlossen. Gut, aber das jetzt nur mal noch zur Erklärung.
Also man konnte anhand des Schleppzeigers sehen, und beim nächsten Video bitte mal darauf achten, während des Vorspanns kommt dieses Manometer mit dem Schleppzeiger ins Bild. Und das war ein ganz wichtiges Instrument, die Zuverlässigkeit der Lastabbremsung zu überwachen und zu prüfen. Wie wichtig die Lastabbremsung ist, gebe ich dann in dem nächsten Video mal bekannt und erzähle da mal was drüber aus der Praxis, aus der Bahnpraxis. Und ja, verbleibe bis dahin. Alles Gute, gute Zeit, bis zum nächsten Video. Tschüss.